Es waren wohl Angehörige, die am Sonntag die Südpfalz-Kaserne in Germersheim erreichten, um ihre Lieben abzuholen. Denn die vor 2 Wochen aus China ausgeflogenen und unter Quarantäne gestellten Deutschen sind nicht mit dem Coronavirus infiziert. Die mehr als 120 Menschen durften die Kaserne verlassen. Das Gesundheitsministerium hatte zuvor Entwarnung gegeben. 2 Menschen waren schon bei der Rückkehr als infiziert registriert und in Krankenhäuser gebracht worden. Vor einer Woche war eine 2. Maschine mit 20 Deutschen nach Berlin geflogen, wo sie ebenfalls unter Quarantäne gestellt wurden. Am Wochenende waren 57 Deutsche in ihre Heimat gereist, nachdem sie zuvor das Kreuzfahrtschiff Westerdam in Kambodscha hatten verlassen dürfen. Das hat die deutsche Botschaft in dem Land mitgeteilt. Zunächst war für alle Menschen an Bord Entwarnung gegeben worden. Später jedoch wurde eine US-amerikanische Passagierin während ihrer Rückreise positiv getestet. Wo sich die deutschen Rückkehrer derzeit genau befinden, war am Sonntagmittag zunächst unklar. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, dämpfte am Samstag Hoffnungen auf einen schnellen Impfstoff gegen die Erkrankung. In 3 oder 4 Monaten haben sie vielleicht einen möglichen Impfstoff, aber all die Tests und klinischen Studien erfordern weitere 8 bis 10 Monate, also mit einem Jahr müsste man schon rechnen. Dennoch sei die Gefahr für Deutschland gering, das Institut schätze das Risiko in der Bundesrepublik weiter als niedrig ein. Die Krankheit konzentriert sich derzeit weiter auf China und die Provinz Hubei mit der Hauptstadt Wuhan. Am Sonntag gab die chinesische Gesundheitsbehörde an, die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie zeigten Wirkung. Insgesamt 68.500 Infektionen hat China bislang gemeldet. 1.665 Menschen starben demnach, täglich waren es zuletzt 140.